Möhren, Radieschen, Kartoffeln. Alles regional, frisch vom Bauern geliefert. Carina Radatz und die anderen Freiwilligen machen sich an die Arbeit. Tüten packen für Obstkäppchen. Der Name kommt nicht von ungefähr. Das hat auch irgendwie viele Parallelen mit dem Märchen Rotkäppchen, wo das Rotkäppchen eben Kuchen und Wein zur Großmutter bringt und sie vom, die Großmutter vom bösen Wolf verschlungen wird. Und bei uns ist es ja ähnlich. Die Großeltern werden vom bösen Wolf namens Altersarmut und Einsamkeit verschlungen und wir möchten ihnen eben etwas vorbeibringen. Aber modern, regional, lokal und eben Obst und Gemüse und andere Lebensmittel. Dazu gibt es auch immer ein passendes Rezept. Die Lebensmittel werden über Spenden finanziert und gekauft. Carina ist die Geschäftsführerin und Co-Gründerin von Obstkäppchen und hatte die Idee dazu. Ich bin tatsächlich einmal durch die Kölner Innenstadt gelaufen und habe dabei eine alte Dame beobachtet, wie sie aus dem Müll Pfand gesammelt hat. Und das war so ein Bild, was mich wirklich sehr nachhaltig berührt hat und beschäftigt hat. Und dann habe ich mich mit dem Thema Altersarmut auseinandergesetzt und habe gedacht, ich möchte was dagegen tun. Und das tun wir jetzt hier mit diesem ganzen Team und ich bin super glücklich darüber. Angefangen hat Obstkäppchen vor 7 Jahren als ehrenamtlicher Verein. Mittlerweile ist daraus ein Sozialunternehmen geworden, mit 4 festen Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern. An verschiedenen Standorten in NRW. In Hennef werden heute 85 Tüten gepackt und ausgeliefert. Dabei geht es nicht nur um die Lebensmittel, sondern vor allem um gemeinsame Zeit. Wir sehen, dass diese Tüte oft der Türöffner ist zum Leben einer anderen Person. Und es hier eben ganz, 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 ganz wichtig ist, dass wir zeigen können, wir sehen dich, wir wissen, dass du da bist, du weißt auch, dass wir da sind. Und dieses gemeinsame Zeitverbringen, auch wenn es nur 10 Minuten sind, einfach mal zuhören, wie es der Person geht, was in ihrem Leben passiert, wie sie sich fühlt, das ist für die Seniorinnen und Senioren oft das viel größere Geschenk. Am Ende des Monats, wenn das Geld bei den Menschen schon knapp wird, kommen die Helfer von Obstkäppchen vorbei. Auf ihrer Tour in Hennef trifft Carina heute auch Carmen. Hallo Carmen. Oh mein Schatz. Na. Schönen guten Tag. Guten Tag. Alles klar? Ja, bei dir? Ja, na klar. Die Tüte ist eine finanzielle Hilfe, aber nicht nur das. Ja, super. Kleine Ostertüte. Ein Rezept wieder, was kochen wir? Du weißt ja nie, was in der Tüte drin ist. Der Effekt ist ja auch immer da. Ne? Wenn ich dann anfange auszupacken, wenn sie weg sind, ne? Dann ist immer was anderes da. Ne? Und das ist das Schöne an der Tüte. Eine Überraschungstüte halt, ne? Wollen wir mal Kaffee trinken? Etwa 30 Minuten dauert ein Obstkäppchenbesuch. Genug Zeit, sich zusammenzusetzen für einen Kaffee, zum Plaudern. Die beiden kennen sich seit 4 Jahren. Und Carinas Besuch bedeutet Carmen sehr viel. Dein Sohn oder? Nee. Carina und ich, wir haben ja auch schon so was wie eine Art Freundschaft geschlossen. Das habt ihr ja bestimmt schon gemerkt. Und dadurch bin ich auch glücklich, dass die alle 4 Wochen hier erscheinen. Sie kann ja nicht, leider nicht immer, was mir am liebsten wäre. Aber ich muss sagen, das ganze Team ist sehr, sehr nett. Carmen ist 69, hat ihr Leben lang gearbeitet. Die Rente ist trotzdem klein. 400 Euro. Die Miete für die Wohnung zahlt das Amt. Eigentlich wollte Carmen in jungen Jahren Kindergärtnerin werden, aber das ging nicht. Zu Hause waren sie 9 Geschwister und Carmen musste als große Schwester den Haushalt mitführen. Ich musste ja kochen, ich musste putzen, ich musste waschen, alles. Ich habe es meinem Vater auch sehr, sehr lange vorgehalten, bis im späten Alter, dass er mir quasi mein Leben, also in der Hinsicht punkto Arbeit, ne, versaut hatte. Ne? Aber was sollte ich machen? Was gesagt wurde, wurde gemacht früher. Ne? Schluss aus. Danach Heirat, ein Sohn, Scheidung, als der Sohn 9 Jahre alt ist. Carmen zieht ihn alleine groß. Sie arbeitet unter anderem in einer Gastwirtschaft. Aber Vollzeit geht das nicht. Lebensgeschichten wie die von Carmen hört Carina immer wieder. Tatsächlich ist Altersarmut ein totales Frauenthema. Also auch bei uns sehe ich, dass wir ca. 80-90% Frauen haben. Bei den Frauen, die jetzt im Rentenalter sind, war es ganz selten möglich, dass sie überhaupt irgendeine Ausbildung gemacht haben, geschweige denn an die Uni zu gehen oder sonstiges. Es war nie Zeit dafür und es war nie Platz dafür und nie Raum dafür. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil die Frauen gar nichts in ihre Rentenkasse einzahlen konnten. Und die ist immer zu uns. Umso wichtiger sind solche Projekte wie Obstkäppchen. Carina wünscht sich deshalb,
dass wir in vielen weiteren Städten starten können. Altersarmut ist ein bundesweites Thema. Das ist nicht nur in einer Stadt oder in einer Region vertreten. Und genau, und ich wünsche mir, dass wir viel mehr Personen kennenlernen wie Carm, dass wir da ins Leben stolpern dürfen und ein bisschen unterstützen können. Das wäre ein Herzenswunsch von mir. Meine liebe Carmen, ja, meine sehr liebe schön, Carina. Dich zu sehen. Na, bis zum nächsten Mal. Nächste. Ja, alles klar. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Und wir telefonieren. Alles klar. Ciao. Tschö.